Ja, und jetzt kommen wir zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Euch geht's gut? Ja? Dann machen wir mal wieder. Geht das? On that teacher for wearing baller colors. No, that ain't it either. It's cause I'm too intelligent for this shit, man. I am the real deal, fool. Oh shit. A genius. Oh, yeah. Who has more straps than anybody? Who has all the straps, huh? Was für Pfeifen. Ja, Falschtaste. Einmal da rein. So. Also erstens mal habe ich gemerkt, dass ich in GTA wirklich sehr viel reden muss, dass ich keinen Stress bekomme. Ich meine, Werbung ist mir bei GTA momentan relativ egal. Nur ich habe halt gemerkt, auch bei den Zwischensequenzen gibt es schon Probleme mit der lieben GEMA. Also ich glaube, mir wurde noch kein Video gesperrt. Ich glaube es, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, mir wurde noch kein Video gesperrt. Muss ich mal nachgucken. aber trotzdem hat YouTube schon gesagt, da hast du Musik von, dass du patentierte Musik drauf, geht nicht. Gesperrt wurde noch keins, aber ich kann halt keine Werbung drauf schalten und gar nichts. Stört mich nicht so viel, aber ist halt ein bisschen nervig. Und jetzt möchte ich nur ganz kurz mal eine Sache sagen, bevor ich die Mission starte. Nämlich, das war die Mission, wo, also die müssen wir wahrscheinlich ein paar Mal spielen. Und dann werde ich mich ja aufregen, wie inkompetent Ryder ist. Weil, ich habe das ja schon zweimal durchgespielt. Und da habe ich mich 10.000 Mal aufgeregt, wie inkompetent Ryder ist. Ja, und jetzt machen wir die Mission. Weiter gerade sagen. Ach, wir haben nur die zwei. Na, mal geil. Was ballerst denn du hier schon rum? Jetzt kommen wahrscheinlich die anderen inkompetenten. Ah! Inkompetenten Sacksäcke. Lol. Was war denn das jetzt? Naja, okay. Cooles Schiff übrigens. Da kann man sogar drauf, aber habe ich hiermit vielleicht eine höhere Reichweite? Habe ich jetzt? Erreiche ich ihn jetzt? Ja. Stirb.
Kisten. So, wie war denn das jetzt nochmal? Also, hier so hammergeil dran. Dann hier, zack. Oh, wir hatten einen Stern. Habe ich gar nicht gemerkt. So, jetzt werdet ihr gleich sehen, was ich damit meine, dass Wider inkompetent ist. Ja, warte mal gerade. Ja. Da muss ich ein paar Mal drauf halten, damit der wirklich stirbt. Also, Ryder ist da schon sehr kompetent. Sieht man da auch an der Leiste. Ich meine, bei einem Soldaten so. Also, bei einem Wochenendsoldaten, wie er selbst sagt, so viel zu verlieren, ist schon große Leistung, aber. So, ich hab's so gemacht, ich weiß nicht, ob ich damit erfolgreich war, hab ich wieder vergessen. Aber, na, ich hab's so gemacht, dass ich, nach jeder abgelieferten Kiste. Ja, ich weiß. Dass ich nach jeder Kiste, die ich abgeliefert habe, einmal kurz die ganzen Soldaten beseitige. Alter! Ich bin ein inkompetenter Gabelstapler. Ja, ich sollte jetzt mal langsam. Ja. Ansonsten ist ja keiner mehr. Nein. Das sind Army-Soldaten. Also da frage ich mich manchmal, naja, okay. Wie gut muss, Nein! Nein! Na komm, geh runter. Wir haben's ja. Was für ein Wichser! Aber die Karre lässt sich teilweise echt schlecht steuern. Also dafür geht's noch, um Kisten einzuladen. Aber um diese Soldaten umzubringen. Wenn wir dann wirklich schnell auf den Punkt kommen. Muss, wird es ein bisschen schwierig. Ja, los rein da. Weil, während wir hier gerade reingehen, kriegen wir keinen. Na komm, ihr wisst schon, was ich meine. Kein Schaden. Sie haben einen Job. Ich wollte auf was hinaus. Ich wollte auf was hinaus, aber Ryder hat mich weggebracht. Inkompetent. Ich weiß nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Inkompetenz, weiter. Boah, ich habe echt keine Ahnung mehr. Ja, witzigerweise habe ich es noch nie geschafft, dass Ryder da auch stirbt. Beziehungsweise doch, ich glaube, ich habe es einmal geschafft, aber ansonsten nicht. Aber okay, das Kisteneinladen haben wir erfolgreich geschafft. Oh, ich bin Laster, ich kann nicht schneller. Ja. Einmal rechts. Und damit bedanke ich mich fürs Zugucken. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann mal wieder und adieu.